In einer Lagerhalle im Leipziger Stadtteil Thekla ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 6.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr in die Oelsnitzer Straße gerufen. Das Stroh in der Halle brannte da bereits lichterloh. Durch das Feuer wurde das Gebäude stark beschädigt. Die Schadenshöhe ist bisher unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es wird Brandstiftung vermutet, jedoch könne auch ein technischer Defekt vorgelegen haben.